Trara, die Post ist da, trara, die Post ist da, von weitem hör ich schon den Ton, sein Liedlein lässt der Posten, und die Post ist da, trara, trara, die Post ist da, trara. Dieses Programm ist kurz, wir haben nicht mehr so viel bis zu der Ferien. Am 7.7. haben wir ein Bingo. Mafia ist der Dresscode. Und dann gehen wir in die Sommerpause vom 8. Juli bis am 22. August. Heute ist es uns zu. Kein öffentliches Programm. Aber wir lassen dich natürlich nicht die Sommer ohne uns verbringen. Wir präsentieren dich nämlich am 27.07. am Luzern Live Kobe und Yeshi auf der Pavillon-Bühne. Und dann natürlich nach der Sommerpause geht es direkt weiter bei uns mit einem Musikquiz präsentiert von der Anouk und mir am 26.08. Das ist ein Samstag ab der 8. Und der Herbst 23 wird wieder voller Konzert sein. Schau auf unser Programm www.treibersluzern.ch/programm. Ganz viele coole Sachen, Konzerte, wo du am besten jetzt schon das Ticket kaufst. Viel Spass im Sommer! Bye! Also Manu, was ist oder sind deine Highlights gewesen, diese Saison im Treibhaus? Hey, ich glaube, meine Highlights sind einfach das Team, die Leute, die ins Treibhaus kommen. Es muss gar nicht ein Event an sich sein, einfach die Leute, die hier reinkommen, wieder rausgehen, sind meine persönlichen Highlights und ich glaube, das werden sie auch bleiben. Also für mich sind es die Bands, die Acts gewesen, mit denen wir hier zusammengearbeitet haben, die wir bei uns hatten. Neben dem, dass sie natürlich super Musik machen, sind es auch eigentlich alles mega tolle Menschen gewesen. Mein Highlight war einerseits der Weihnachtsanlass im Treibhaus, weil es dort immer mega schön ist, mit allen internen Leuten zusammen zu sein und zu feiern und so ein bisschen das ganze Treibhaus zu beleben. Und das andere war unser Feinevent für unsere Programmgruppe, wo ein sehr erfolgreicher und schöner Anlass war mit allen Menschen und einfach können das leben, was wir zusammen auf die Beine gestellt haben. Mein Highlight von der letzten Saison ist definitiv das Gletschergartenprojekt. Es war so schön, wie wir alle als Team zusammen geschafft haben, wie wir vom Boden auf alles errichtet haben, wo wir ja schon ein funktionierendes Haus haben. Und es hat einfach so stolz gemacht und glücklich, einfach so, wie wir als Team funktioniert haben und so einen schönen Anlass beigestellt haben. Mein Highlight war das Native-Konzert im Herbst. Es war mega viel los und ich habe noch ein gutes Publikum gefunden. Und es war mega gemütlich, auch nachher noch im Garten zu sitzen mit allen. Unser Highlight war definitiv die Bachelor-Party. Auf jeden Fall. Also die Afterparty vom Gletschergarten-Event war absolut wild. Also mein persönliches Highlight war der Weihnachtsrausch, weil ich eine mega schöne Stimmung gefunden habe im Garten mit dem so richtigen Winterzauber. Mir war das Highlight nach dem Gletschergarten-Event, wo wir alle fertig waren mit der Organisation und mit dem Aufräumen und alles, haben wir uns alle noch einmal beim Urbaki getroffen. Und es war einfach ein mega nice Gefühl, weil es war fertig, wir haben alle gut gearbeitet, es hat alles gut funktioniert. Und es sind wir wirklich so, alle zusammen haben wir uns auf der Tanzfläche getroffen und haben wirklich noch abfliegen können. Es war einfach ein nice Gefühl, so, yes, wir haben das gemacht. Es war nice und jetzt können wir wirklich zusammen fliegen und so. Mein Highlight sind der Paco und der Ken, weil sie immer so nett sind und manchmal auch lustig, manchmal nicht. Mein Highlight von dieser Saison war definitiv das Native-Konzert im Dezember. Es war mega cool, es ist mega abgegangen und hat auch noch eine coole Message dabei gehabt, dass wir geflüchteten Menschen helfen wollten. Und der Native hat sich auch mega für uns eingesetzt. Und ja, es hat mir einfach mega Freude gemacht, dass wir da oben können mitgestalten können. Mein Highlight von der Saison sind die Sommerferien, die dann kommen. Mein persönlicher Highlight diese Saison bist du gewesen und ich freue mich darauf, dass du in der nächsten Saison wieder ins Treibhaus kommst. Bis bald! Das Treibhaus würde nicht so funktionieren ohne alle Aktivistinnen, die hier tätig sind. Und darum möchten wir jetzt am Ende der Saison einfach mal Danke sagen. Und zwar allen. Let's go! Danke Abdel. Alana. Alex. Alina. Amira. Anna. Andi. Anna. Anna. Aluk. Aluk. Alfi. Anja. Lafia. Ben. Bello. One eternity later. Yes. Okay, tschüss zusammen. Schöne. Oh, das war's.